Auch am Tag nach dem Aus in der EM-Qualifikation sind die Niederlande geschockt. Die nationale Presse ist sich einig, der heimische Fußball ist am Boden. Paul Breitner erinnert sich noch gut an die großen Zeiten mit Cruyff, Neeskens und Co. in den 70ern. Auch er kann es kaum glauben. Da kann ich nur recht geben, dass es grundsätzlich eine Überraschung ist, weil Holland ja auch einen gewissen Nimbus hat, eine Bedeutung im Weltfußball. Die ist vorerst weg. Alternde Stars, dazu Nachwuchsspieler, die noch nicht weit genug sind für Spiele in Drucksituationen wie gegen Tschechien. Es sieht ganz danach aus, dass es dort einige Probleme im Generationenwechsel gibt, dass es dort möglicherweise, wie schon ein paar Mal, und dazu kenne ich den holländischen Fußball zu gut, wie schon ein paar Mal eben eine Phase jetzt geben wird und geben muss, in der eine neue Generation heranwächst, in der es 2, 3, 4, 5 Jahre dauern kann, bis die Holländer wieder zur Spitze zählen. Nur, dass sie immer wieder ganz hervorragende Spieler rausbringen, das ist klar, aber anscheinend reicht es in der Summe nicht.